zu unserem ersten FSX-Tutorial. Jo, eben mit dem Tutorial machen wir so ein bisschen die Grundlagen vom Taxiway und Taxi und dem ganzen Zeug, was man am Boden macht und über den Start, die Navigation und so weiter bis heute zur Landung. Jo, ganz genau. Ja, neben mir ist es noch Louis. Servus. Und ja, dann würde ich fangen wir mal an, oder? Genau, Philipp. Also, da müssen wir natürlich erstmal die Bodenfreigabe abholen vom Tower JFK. Wir fliegen nach LaGuardia. Wollen anfordern. So, okay. Dann machen wir so wie das Pushback K, indem wir Shift D drücken. Aber erst die Fahrt. So. Da schwimmen sie. Ja. Also so viele Bugs, die noch für FSX drin sind. So, dann müssen wir sagen, Zeit am Pushback. Ja, besten kriegen wir selbst hin. Aber machen wir mal so vor. Ja, das wird nicht. Sonst pusht er uns das nächste Mal. Zack, du musst lachen, wenn du umfahre. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Nee, ich war ein bisschen zu schnell. Ja, das heißt... Nimmst jetzt noch auf? Ja, sollte schon. Hoffen wir es. Ja, das heißt jetzt fröhlich nochmal von vorne. Okay. Auch das den besten Piloten kann das mal passieren. Oh ja. Also weiter Pushback hinter. Nimmst jetzt auf, Leute? Natürlich nimmst du auf. Ja, das war richtig. Ja, genau. Also wieder Pushback. Gleich wieder raus. Die Rollfreigabe holen. Aber niemand in den Bereich! Doch, das Ding vorne, du bist dagegen gefahren. Dann machen wir nochmal neu, oder? Also, ja. Dritter Versuch. Jetzt fangen wir gleich nochmal ganz neu an, das schneiden wir jetzt raus, oder würde ich sagen? Ja. Aber gut, dann fangen wir gleich nochmal an. So, ja, dann herzlich willkommen bei unserer Tutorial-Serie über FSX. Ja, das ist hier unser erstes Video. Da machen wir praktisch ein
eine komplette Übersicht über alle wichtigen Komponenten, sage ich mal, vom Rollen über Start, Navigation und so weiter, bis zur Landung und das ganze andere Zeug. Jo, ganz genau, neben das ist der Rugi. Servus. Jo, dann würde ich sagen, Rugi, fangen wir an. Es hängt. Hängt? Ja. Oh, kommt vor. Unser Standardtrick. Ganz genau. Interessant, dass der funktioniert, aber warum noch nicht? Also, recordet's noch? Natürlich. Wo steht es? Sieben. Jetzt recordet. Hoffen wir es. Also. So, wir werden jetzt erstmal vom Tower die Rollfreigabe anfordern und den Start. Und wir machen das in VFR-Mode, also zum Beispiel Sichtflugregel Visual. Bleib gut. Es gibt dann auch später noch ein Tutorial, da mache ich mit IFR, mit INS, also Zeugs. 22 R haben wir dann gelandet, weil ich habe dann zugewiesen bekommen. Wir fliegen jetzt von JFK nach LaGuardia, das ist etwa ein Flug von 5 bis 6 Minuten. Wird nicht allzu lang dauern. Dann haben wir die Rollfreigabe gekriegt, jetzt lassen wir uns Pushback, indem wir Shift-T drücken. Jetzt kommt da so ein Autole und tut uns Pushbacken. Kann mal passieren. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht auf der Linie ins Pushback fahren. Ich auch, wir machen ganz schnell Esso. Hoffentlich nicht. Boah, was ist das? Ist auch gut. Das nervt ziemlich. Ich hoffe mal, das normalisiert sich nachher ein wenig. Genau, jetzt holen wir da den natürlichen Pfeil hier zum Runway. Wir sind nicht korrekt und faul und deswegen lassen wir das. Genau, hält er das jetzt mal. Ja, das hat er immer, das ist der Motorspiel so. Ja, ja. Hat man immer Ausrechnung. Okay, ich hab den Runway verpasst, dann werde ich mal jetzt mal eine schöne
Abwendung hinlegen. Ich wollte mir nur so die roten Finger reinfahren. Ja, ja. Hier ist Kopfblatt, aber nur ein bisschen schneller unterwegs zu tun. Boah. Ich hab da nicht mehr gehört. Was kriegen jetzt links die Dinger an? Ich glaube, wir sind in den Kind da, den Rückstoß ein bisschen abzuhalten, damit die Auto den Weg nicht. Ach, da haben wir mal knapp, aber das ist sehr gut möglich. So, ah, da standen wir an. So, dann wird Philipp jetzt den Start übernehmen. Yep, ganz genau. So, dann hole ich uns die Startfreigabe so. Und zwar jetzt Parkbremse. So. Genau, das sind die Eisenhauen da. So, hole ich uns die Starterlaubnis und Philipp wird starten. Yep, so, ganz genau. So. So, jetzt los. So, ich mach schon mal Bremse raus, so. Jetzt richtet Philipp jetzt erstmal einen Center rein. Macht ja auch keinen Spaß. Ja. So, jetzt gehen wir mal zum Off-Pedal. Da hast du noch nicht gescheit raus, oder? So, so direkt muss man auch irgendwie sagen. So. Okay. Jetzt ist Off-Pedal. So. Also, dann. Sonst krachen wir hinter Zaun. Ja, wie das letzte Mal. Ja, das ist wirklich gut. So. So, V1, Rotate. Der Herr, was ist mit dem Teil los? Was hat er jetzt mehr? Ja, ein bisschen lassen wir noch leider draußen. Ja. Halt ein bisschen, bis die hier sind. Ja, der hat nicht so viel Leistung durchgemacht. Vollgang. Ja, voll gut. Ja, okay. Ja, die Leicht sind eigentlich zum Sinken gut auch. Ja gut, wenn ich ein bisschen mit gegensteuern, dann wieder da auch noch im Grund weg. Aber wahrscheinlich müssen wir einfach ein bisschen arg schleunen. Ja, genau. Wir machen jetzt erstmal diesen Autobild, oder nee, machen wir wahrscheinlich die Flaps noch draußen. Ja, Flaps noch draußen. Welche war das? 6? Ja, 6. 6 ist einfach. Ja. Komm mal raus, dass die angefahren sind. Ist doch schon, oder? Sollten ja irgendwo die Geschwindigkeit da hochgeht. Ja, ja, stimmt. Logisch, daher kommt auch wieder rein. So. Jetzt machen wir mal das Navi auf. So, damit wir sehen, jetzt würde wahrscheinlich einmal 180 Grad wenden. Ja, wir sehen nur die günstige Orbitum mit. Schlecht. So, also hier draußen. Jetzt tun wir nicht keinen Punkt machen, weil wir müssen was machen. Also wir können jetzt schon LaGuardia einstellen. Mhm. Und LaGuardia hat Kontrolle verrufen und dann werden wir uns schon der Kreuzung die Hand dann machen. Genau, auf das machen wir. Also, da für rechts, dann Band 4, wir werden schauen, wie lange die Band 4 ist.
hoch zu sein? Die Spray hat immer noch so 5 Mal halt gespielt. Dann haben wir auch den Schlag Guardian. Schlag Guardian ist ganz nah. Jetzt müssen wir wirklich mal schauen, weil sonst werden wir gleich in einem Gleitflug drin und wir schauen, wo die mit den anderen sind. So. Genau. Landebahn 4 war es, gell? Landebahn 4. So. Landebahn 4. Ah, vielleicht glaub's. Ja, ist doch eigentlich als GPS. Gut, passt. Okay, das passt. Müssen wir nur GPS folgen. Yep. Gut. So. Also, bei unseren anderen Tutorials mit den Jets haben es deutlich mehr drauf. Ja. Die kleinen Dinger sind einfach zu schwer zu kontrollieren. Ja, die Hupfix ist ziemlich leicht weg. Und da sind gerade eigenstabil, weil wenn ich jetzt loslasse, dann geht das Ding in Sinkflug und links rum und kracht irgendwo in die Büsche. Wenn ich das bei einem großen Ding mache, dann fliegt es schon gerade weiter. So, jetzt müssen wir mal klopfen. Ja, ich vermute, dass wir jetzt nicht so, mal schon noch ein bisschen rum. Aber jetzt sehen wir mal raus. Ja, okay, jetzt muss hier entgehen, zur Gleisdorf. Ja, Gleisdorf. Ich geh jetzt kurz mal... Jetzt muss ich wieder ins Horizontal. Horizontal, oder? Aus. Unprofessionell gesagt. Genau, so. So, ich halte mal weiter hier. 2,5, 3 oder... Halbe Grad ungefähr. Ich mach hier unten. Ja, das logisch. Sorry. Ist hier direkt? Ja. Ich glaube, das ist einfach zu leicht. Ihr habt sogar ein bisschen schon bremsen. Ja, aber ganz leicht. Naja, nicht so bremsen. Jetzt kannst du wieder ein bisschen runtergehen, weil... Was? Was immer? 5000, 6000. 5000, okay. Das ist noch auf jeden Fall. 2000 auf 170, oh, okay. Hat der überhaupt Startlampen vermutet? Ah, okay. Noch andere? Nicht hier, natürlich. So, da ist schon wieder das Skyline. So, und jetzt kann ich rechts reinkriegen. Hier, nehmen wir noch Leitzlenkkurs. Schuh baut nicht mehr raus. Drei. Und in Wien? So, jetzt bin ich hier. Also, okay. So, aber ich würde fast sagen, wir sind zu hoch und wir müssen nochmal eine Runde fliegen. Das kann ja, auf jeden Fall, da oben ist er. Ja. Ja. Ja, das war zu weit. Das ist halt. Wenn der eine kleine Rotzkirchle hat, man hat keine Höheanweisungen und Zeug, da muss man selber gucken. Genau, und was ist mit dem GPS passiert? Ja, ich war jetzt bei dem kleinen Ding. Doch, jetzt war ein Bann. Ne, es war schon ein Bann, aber... kannst du mal kurz darauf machen. Aber mach mal, wenn du kurz ins Horizont hin. Ja. Ja, oder egal, eigentlich braucht er gar nicht mehr. Wunderbar. Ich höre jetzt, wenn ich mal ein bisschen singe. Nicht nur ein bisschen, ich singe eigentlich schon ganz selber, war vorher. Nach dem Start und waren wir halt auf 6,5 Fuß. Ah ja, bist du viel. Naja, für eine kurze Strecke. Das ist halt, da muss man nach dem Start eigentlich fast schon wieder um den Sinkflug anfangen. Eben, richtig, Bruder. Ja, das ist jetzt JFK, glaube ich, wenn man geht. Der wird schon. LaGuardia, kommt doch rein. Ja. LaGuardia.
wichtigste Spiel hier, glaube ich. Ah, da ist Yankee Stadion. Yankee Stadion, ja. Oh shit. Das ist... Distance würde ich sagen... JFK. JFK. Guardia. Bei Guardia, ich würde sagen. Down! Ja, die eben direkt. Ich meine, wenn man drüber fliegt, sieht man es nicht. Ja, also wenn wir eine andere Landebahn vorne, die 31 da zum Beispiel, ist gut. A30 ist auch nicht. Oder wenn wir einfach landen auf der 31. Oder die da hinten, die sieht gut aus. Nehmen wir die. Ja, das ist die, was ist die? Die. 13. Nee, 13 glaube ich. Ja, doch, muss 1-3 sein, haben wir. Solange wir hier nicht verhauen haben. Nee. So. Haben wir ein gutes Stück gesungen. So. Bleibst du müssen darauf, um zu visualisieren. Spiegel, das ist nicht so. So, ja, jetzt müssen wir auf dem hier den Anflug. Wir tun jetzt Sachen machen. Abbrechen und dann die 13 als Landebahn anfordern. Ja, die passt uns ein bisschen besser rein. Oder wir lassen es einfach gut landen. Wir landen einfach. Okay, so geht's auch. So. Das ist ja Funk ist ja eine eigene Kategorie für sich. Das ist nochmal eine machen ganz wir komplizierte Sache. Machen wir als fortgeschrittenes Tutorial. Ich hab euch schon mal was freuen. Oh ja. Besonders bei der, sag mal, IFR-Sachen da. Das ist mal ganz einfach. Ja, schön die Brücke hier. Ja, mit dem schönen Skyline. Und ja. Das ist einfach Fake-Link, sagen wir mit dem Ausblick. Ja, wir hatten hier die ganze Skyline und da kann man das Empire State Building, da werden wir Sachen. Obwohl das Spiel 2006 released wurde, sind die World Trade Center nicht mehr drauf. 2001. Doch, 2001 wurde es released. Ja. Eben. Jetzt 2001 wurde es released. Oder 2001 wurde es released. Nee, 2001 die erste Version. Und dann gab es aber ein paar Updates und Service-Projektionen. Das ist nicht so. Nee, 2006 war dann. Nee, ich dachte, das war FS3.4. War das durchaus. Ja, stimmt, das war FS12. Das wäre 2006 war FSX. Eben. Alles Microsoft Flight ist scheiße. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen. Ja. So. Wir kommen gut rein. Mhm. Sind wir noch ein bisschen zu hoch? Ja, ein bisschen. Mhm. Größere Flieger. Ja, mir auch. Das kann man viel besser kontrollieren. Weil so kleine Flieger nicht immer Rücken und Koppelpartie. Genau. Ja. Könnte man ein bisschen weiter Sterne runter? Ich glaube, das ist ein Flieger, den ich auf der anderen Bahn habe. Gibt es da Bock? Nee. Das ist nur eben. Weil sonst hätten wir Verkehrsinformationen. Nee, du hast auch sicher. Der hat hier immer so einen roten Label. Ja, man sieht am Boden, die Texturen sind manchmal ein bisschen seltsam. Ja, aber okay. So, also selbst noch nicht weiter raus. Ja, was hast du jetzt? Stufe 2? Wie schon mit der Höhe? Ich dachte schon okay, oder? Ja, was haben wir? 1,3, was ist Platz von der Höhe hier? Wie geht's einfach? Wo ist dann nochmal die Plätze schon runter? Yep. Oben da kommen, war das auch gut. Ich bin jetzt schon auf jeden Fall, aber ich kann mal kurz die Standard-Cockpit, die dort drin ist. Echt was? Ja, mal kurz Standard-Cockpit an. Exit, Cockpit, virtuelles Cockpit. Ah, virtuelles. Ein schönes. Ach ja, ja, klar. Da kann man zum Fenster rausgucken. Eben. Komm gut rein. Ja. Höhe ist okay, oder Geschwindigkeit vielleicht? Geschwindigkeit haben wir es. 1,30, ja, ich würde ein bisschen runtergehen zur Geschwindigkeit. Also kurz vor dem Klaps. Klaps, glaube ich mal. Ja, mach mal gerne auch. Ja, okay. Ein bisschen zu dem Pitch ein bisschen ändern. Yep, weil mit dem Ding kann man eigentlich relativ weit bis zur Landebahn vorfliegen. Ja, das ist halt schon.
mit einem anderen Flieger so, oder so. Vorsicht, Vorsicht mit dem Pitch. Ich mag den nicht. Vorsichtig, Luki, Vorsicht mit dem Pitch. Vorsichtig. War mal ganz okay. Ja, das ist die Definitionssache, würde ich sagen. Aber ja, also die Dinger sind wirklich. Die krampfen den. Ja, also man muss mit dem Ding ist ein Krampf, mit dem Jazznas geht's, aber mit dem Ding ist echt ein Krampf. Ja, das ist halt, da ist halt noch die wirklich manuelle Steuerung, weil der Jazznas halt alles computergesteuert und was weiß ich. Da hat man einfach den besten Kontrolle, muss man sagen. Weil hier muss man die ganze Zeit am Joystick rumrütteln und gegensteuern. Besonders in echt ist ja auch um einiges einfacher. Also die ist viel besser, viel mehr. Ja, und vor allem hat die Gegenkraft aus dem Joystick. Ja, eben. Da merkt man, wie stark man dran zieht. Hier muss man halt auslenken und alles. Ich würde sagen, jetzt fahren wir einfach nach rechts und dann ist da unser Parkpunkt und dann wird es gefilmt. Ja, das sind sowieso die. Also Landung war jetzt wirklich nicht der Burner, aber mit den kleinen Dingern ist es echt schwer. Probiert's aus. Ja. Es ist. Dafür werden wir nachher bei den Jets auftauchen. Oh ja. Wir könnten auch mal ein Video machen, wie man mit der FA-18 in Konstanz landet. Das wäre auch eine Idee. Ach, das wäre eine Idee. Das hat mich einmal geschafft. Ja. So. Zu eurer Information. Die FA-18 ist der Überschall-Militärjet. Und Konstanz ist da, wo wir. Und ja, Konstanz hat so einen kleinen Flugplatz mit der Graspiste. Ja, 600 Meter lang. Und es ist normalerweise fast unmöglich, mit dem Überschall-Militärjet dort zu landen, aber ich hab's geschafft. Ich hab eine Pizza gewonnen. Ja. Ja, also dann, wir sind hier fertig. Gelandet und ja, damit sind wir fertig. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert, liked, alles andere ist nicht erwünscht und abonniert natürlich auch erwünscht. Ah ja, dann tschüss. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüssle. Ciao.